Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Quick Look. Und zwar haben wir hier heute für euch den Volt Boy. Hier Volt Number 111 Volt Tech Industry Each Bubble Head is good for 10 skill points or 1 static point. Also angelehnt an die Figuren, die ihr finden könnt in Fallout 4 und 3 und auch anderen. Und wie ihr hier schon seht und wer auch meinen Kanal aufmerksam verfolgt, weiß, wo der her ist. Und zwar aus der Loot Crate Box für November. Das Video verlinke ich euch dazu, wenn ihr sie mal bestellen wollt, die Loot Crate. Natürlich auch, das sollte oben hier in der Infobox erscheinen. Das werde ich für euch machen. Dann haben wir hier den Volt Boy, die Verpackung auch sehr schön gehalten, finde ich. Loot Crate exklusiv anscheinend. Dann holen wir den Kerl doch mal aus seiner Verpackung. Und hier haben wir den Bubblehead des Volt Boy. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz gut begeistert von dem Bubblehead. Und zwar ist er von Bethesda Softworks, also mal nicht von Funko, was auch hier in dem Quick Look, er soll ja nicht zum Funko verkommen, wie schon mal erwähnt. Und hier haben wir den Volt Boy. Ich hole ihn mal euch näher, bringe euch auf die gleiche Höhe. Ja, wo sind wir denn? Da sind wir zu Hause. So, hier haben wir ihn. Der Paintjob an der Figur selber ist sehr sauber, finde ich. Ich habe jetzt nicht viel gefunden, gut ein bisschen hier am Kragen das Gelb und hier am Gürtel das Gelb, aber so eigentlich sehr hochwertig gemacht, finde ich, für ein Bubblehead. Hier hat er noch einen kleinen Fehler, aber an Voltec Schriftzeichen, aber den sieht man kaum. Ja, ich würde sagen, eine schöne Bubblehead, der auch bei mir einen Platz bekommen wird. Der bleibt bei mir. Ich finde ihn genial. Wenn man da mehrere davon hätte, könnte man Fallout in Real Life drehen oder so, wo man die Puppen findet, aber ist ja egal. Das wird jetzt zu in den Gamer-Bereich wechseln. Und ich mache ja hier nur Reviews. Gaming, da bin ich nicht so, da bin ich eher der Noob. Aber hier der Volt Boy, ich finde ihn toll gelungen. Und wie gesagt, ich packe euch die Beschreibung zu Loot Crate, den Link zu Loot Crate Video mit ins Video oder in die Beschreibung, mal schauen. Und dann könnt ihr euch die notfalls auch mal bestellen, wenn ihr wollt. Und somit bedanke ich mich schon wieder und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.